Glaubt man den Prognosen der Wissenschaftler des King's College London, wird es in Zukunft zu einem außerordentlichen Anstieg von Lungenkrebs bei Frauen kommen. Die Schätzung der Forscher lautet, dass die Zahl der Frauen, die an Lungenkrebs erkranken, von ca. 26.000 im Jahr 2010 auf über 95.000 im Jahr 2040 ansteigen wird. Bei den Männern dagegen nur von 39.000 auf 42.000. Krebshilfe in Zukunft für Heilungschancen gefragt. Dies spiegele das Rauchverhalten der letzten Jahrzehnte wider und zeigt, dass immer mehr Frauen rauchen und zu dem Lungenkrebsverursacher Nummer 1 greifen, der Zigarette. Als wäre das nicht schon besorgniserregend genug, weisen die Studienväter noch einmal explizit darauf hin, dass für Lungenkrebs nur ein Viertel der finanziellen Forschungsmittel zur Verfügung stehen. Diese werden für Brustkrebs ausgegeben. Mediziner der Zukunft sehen sich so auch mit materialtechnischen Problemen konfrontiert. Tödlichste Krebsart, der Lungenkrebs. Der BBC zufolge sterben in Großbritannien mehr Menschen an Lungenkrebs als an Brustkrebs und jeder anderen Krebsart. Dabei ließen sich so viele Fälle vermeiden, wenn die Betroffenen nicht rauchen würden. Ca. 80% der Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit Tabakkonsum oder lassen sich auf diesen zurückführen. Der Trend zum Glimmstängel erreicht bei den Raucherinnen in den 60er Jahren ihren Höchststand. Bei den männlichen Tabakkonsumenten war dieser bereits 20 Jahre vorher erreicht worden. Die Chancen, an Krebs zu erkranken, sind bei Frauen, die rauchen, drastisch höher. Verdopplung der tumorbehafteten Lungen. In den folgenden Dekaden wird die Anzahl der Patientinnen mit Lungenkrebs, die der Lungenkrebspatienten folglich, bei weitem übersteigen. Den Forschern zufolge werden auch deutlich weniger an der Erkrankung leidenden Frauen noch leben als Männer. Bei Frauen rechnet man nach 5 Jahren mit einer Überlebenschance von ca. 47%, wohingegen 59% der Männer 5 Jahre nach der Diagnose noch am Leben sein dürften. Ohne die Geschlechter zu beachten, rechnet das Forscherteam vor, dass es bis 2040 zu einer Verdopplung von Lungenkrebs kommen wird. Von 65.000 im Jahr 2010 zu 137.000 im Jahr 2040. Lungenkrebs weitgehend unterschätzte Gefahr. Ein Faktor, der zu diesen Zahlen führt, ist selbstverständlich die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Doch Kieran Devane, Direktor des Macmillan Cancer Support und Auftraggeber der Studie, will auch auf die, seiner Meinung nach, noch nicht ausreichende Prävention und Aufklärung der Krankheit gegenüber vorantreiben, um die Heilungschancen zu verbessern. Den Lungenkrebs werde sogar häufig übersehen, so der Experte. Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache und sollten jeden zur Selbstbetrachtung animieren. Denn mit dem heutigen Stand der Medizin geht es im GB oftmals nur darum, überlebende Krebspatienten von ihren Folgeleiden zu befreien und Gesundheitsprobleme auszumerzen. Beim Lungenkrebs sind wir noch weit davon entfernt, uns um diese Fragen kümmern zu können, fügt der Krebsexperte trocken hinzu.